Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Henkel, die BVG hat im Moment so einen Werbespot, da wird immer so ein Lied gesungen. Und das trällerte irgendwie die ganze Zeit während Ihrer Rede bei mir im Kopf, dieses ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Nochmal, Sie sind der Innensenator dieser Stadt. Es ist Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass so etwas wie das Maifest stattfindet. Und ganz ehrlich, es ist den Berlinerinnen und Berlinern, es ist auch, glaube ich, einem Teil dieses Parlaments wirklich echt total egal, was da wie in der Vergangenheit gelaufen ist, wer da was gemacht hat und warum jetzt, wie die Situation so ist, wie sie ist. Ich will noch mal eines sagen, weil Sie immer sagen, ja, und wenn sich die Leute nicht so sehr an der Person des Innensenators abarbeiten würden. Nein, Herr Henkel, Sie beziehen irgendeine Kritik an Ihrer Amtsführung immer auf sich persönlich und tun das damit ab, dass wir ja irgendwie wohl ein persönliches Problem mit Ihnen hätten. Nein, ich glaube sogar, Geständnis, dass Sie ein ganz netter Typ sind, so privat. Aber ich glaube halt nicht, dass Sie ein guter Innensenator sind. Und die Leute arbeiten sich nicht an Ihnen ab, sie arbeiten sich an Ihrer Amtsführung ab, was Sie da machen. Und ganz ehrlich, es ist grotesk, es ist noch immer total grotesk, was hier gerade stattfindet, über was wir uns hier in dieser aktuellen Stunde unterhalten, angesichts der Themen, die dieses Land als Ganzes und die dieses Bundesland im Moment beschäftigen. Und nochmal, wenn man Ihnen zuhört und auch hier Rednern von der CDU, ja, der Bezirk und die Frau Herrmann und dann hat die mir das Förmchen geklaut und dann wollte die nicht mit mir spielen und das war total gemein, dann habe ich die nicht auf meinen Geburtstag eingeladen. Es ist grotesk. Sie sind erwachsene Menschen. Sie kriegen viel Geld, weniger als ein McKinsey-Berater für die Ausarbeitung von so einem Konzept, aber trotzdem noch viel Geld. Ja? Und da wird man doch als Steuerzahler, kennen Sie auch Steuerzahlen, da wird man doch als Steuerzahler erwarten können, dass alle einfach ihre Arbeit machen. Sie haben die größte Behörde des Landes Berlins, die größte Behörde. Da wird man doch erwarten können, dass Sie innerhalb von einem Jahr in der Lage sind, so ein Maifest zu begleiten und so zu organisieren oder mitzuorganisieren, dass es stattfinden kann. Ich verstehe es nicht. Entschuldigung. Ich bin leider ein bisschen erkältet. Ich verstehe es nicht. Ja? Also ich meine, wenn man sich zum Beispiel die Fanmeile anguckt, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wir hatten die WM gewonnen, alles natürlich ging es da mit rechten Dingen zu. Wir hatten die WM gewonnen und die kamen dann nach Hause und da konnte man hier spontan irgendwelche Umzüge organisieren und alles absperren, alles kein Problem. Ja? Wo haben Sie da gesagt, ja, aber der Herr Hanke aus dem Bezirk Mitte, der hat aber nicht. Ja, es spielt normalerweise auch überhaupt keine Rolle und da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, weil Leute sich ja meistens so das von anderen vorstellen können, was sie selbst in der Lage sind, von sich zu denken. Warum Sie sich dann an der Frau Herrmann so abackern? Warum ackern Sie sich an der ab? Das kann ja sein, dass die eine gute Bürgermeisterin ist oder eine schlechte Bürgermeisterin. Es ist mir total egal. Es interessiert halt einfach überhaupt niemanden, was diese Dame gemacht hat. Ja? Es interessiert die Leute einfach, dass der Laden funktioniert. Und anscheinend funktioniert er so schlecht nochmal, dass wir eine aktuelle Stunde dazu machen müssen, dass eine solche Veranstaltung genehmigt wird. Herr Kollege, und das gestatten ist, Sie eine Zwischenfrage? Ja, sehr gerne, immer. Eggert? Immer. Herr Eggert, bitte. Wartet ab, bis ich die Frage gestellt habe, dann dürfen Sie nochmal applaudieren. Ja. Ich glaube, ich bin relativ unverdächtig, dass ich jetzt Herrn Henkel und seine Amtsführung sozusagen in Schutz nehme. Aber Herr Lauer, zwei Fragen, die mir sozusagen spontan dazu einfallen. Ich probiere sie in eine zu verpacken, weil nur so viele werden mir hier gestatten, sonst muss ich normal melden. Herr Lauer, erste Frage. Meinen Sie ernsthaft, dass es denn mehr Leute hier und in Berlin interessiert, dass Sie jetzt nochmal wiederholen, dass es angeblich niemand interessiert?
Und die zweite Frage, die ich viel wichtiger finde, ist, sind Sie wirklich der Meinung und so wenig in dem Thema befasst, dass Sie die Umzüge rund um die Fanmeilen und so weiter genauso bewerten wie den 1. Mai und das Maifest in Kreuzberg? So, Herr Kollege Lauer wird das bestimmt als eine Frage verstanden. Ja, ich habe das auch als eine Frage. Ich habe die erste Frage tatsächlich wieder vergessen. Was war die erste Frage nochmal? Was war die erste Frage nochmal? Ach, wen das interessiert? Ja, es interessiert natürlich niemanden, aber ich habe halt Redezeit. Also es ist, ich mache mir hier keine Illusionen, das interessiert natürlich niemanden. Aber, und zweitens, natürlich ist eine Fanmeile was anderes als der 1. Mai. Natürlich hat der 1. Mai, und das haben die Vorredner doch schön gesagt, Hakan Tasch ist darauf eingegangen, was für eine arbeitsrechtliche Bedeutung der hat. Und das ist natürlich auch der SPD, ja nicht arbeitsrechtlich, historisch, Sie wissen schon, was ich meine. Die SPD wird das wahrscheinlich genauso sehen. Die Grünen haben nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig es war, um diesen Bezirk zu befrieden. Wir sind doch nicht von gestern, wir wissen doch, wie wichtig das ist. Und natürlich will ich nicht in seiner politischen Dimension das miteinander vergleichen. Aber, Herr Eggert, ich strecke Ihnen die Hand aus. Wir werden uns doch da treffen können, wenn wir sagen, das sind große Veranstaltungen. Und das kriegt diese Stadt insgesamt, ihre Behörden, ihre Menschen kriegen es hin, sowas zu bewältigen. Und wir machen keine Aktuelle Stunde zu irgendeinem anderen Umzug oder sonst irgendwas. Aus gutem Grund. Mir geht es halt einfach darum, und das habe ich ja schon mal gesagt, ich will, dass die Verwaltung und auch, dass die politische Führung dieser Verwaltung ordentlich arbeitet und dass wir in der Aktuellen Stunde tatsächlich die Themen thematisieren, die aktuell sind. Die Opposition hatte da einen Vorschlag gemacht, dass man nach letztem Sonntag nicht darüber sprechen wollte, war auch klar. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank.